herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Ich freue mich, Ihnen heute noch ein weiteres Rezept mit frischen Kräutern näher bringen zu können. Und zwar ein ganz ungewöhnliches Kraut. Liebstöckel oder auch genannt Maggikraut fristet manchmal ein etwas einsames Dasein und wird von vielen nur für die Zubereitung von Suppe verwendet. Wir machen das aber heute als Liebstöckelpuffer in Verbindung mit Kartoffeln. Ich zeige Ihnen zwei Methoden, wie Sie es machen können. Die eine etwas mühseligere und die andere etwas einfachere. Vom Grund her ist beides gleich. Für die mühseligere Variante brauchen wir Kartoffeln. Mehlig kochende Kartoffeln, die habe ich schon gewaschen. Wir brauchen eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein Ei, Salz und Pfeffer, Grieß und Sauerrahm. Als erstes werden die Kartoffeln geschält. Man rechnet pro Person immer ungefähr 200 Gramm Kartoffel so als Beilage. Das heißt, für 4 Personen nehmen Sie 800 Gramm Kartoffel. Wenn Sie es dann geschält haben, sind Sie so bei 700, 750 Gramm. Das ist ideal. So, ich habe hier die Vierkantreibe. Ich nehme hier die grobe Seite. Ich tue nochmal so ein kleines Kunststoffbrettchen drunter, denn diese Reibe hat keinen Boden. Das heißt, was dann innen drin gerieben ist, bleibt mir dann hier auf dem Brettchen und ich kann es dann in meine Schüssel rübergeben. Wenn Sie die Vierkantreibe einsetzen, bitte haben Sie Ihre Augen immer auf der Reibe, wenn Sie arbeiten, und versuchen nicht nebenbei irgendwelche Gespräche zu führen, denn man ist da sehr schnell mit den Fingern dran und verletzt sich und das wäre sehr schade. So, haben wir schon den ganzen Berg von den Kartoffeln. Das noch innen, das noch herausholen. Ich gebe die Kartoffeln in meine Rührschüssel rein. Ich schneide mir eine halbe oder eine ganze Zwiebel, je nachdem wie groß die Zwiebel ist. So, es kommt die Zwiebel mit rein in unseren Rührschüssel. Dann presse ich den Knoblauch auf altbewährte Art rein, nur das harte Stückchen unten abschneiden. Kommt das Ei rein dazu. Sie müssen die Eier immer in ein extra Gefäß aufschlagen. Wäre das Ei jetzt schlecht und ich jetzt hier oben drauf, dann hätte ich ein Problem und meine ganzen anderen Lebensmittel wären damit verdorben. Ei immer extra aufschlagen und nochmal kontrollieren. Dann können Sie es dazugeben. Dann kommt noch saure Sahne dazu. Wir geben für die Bindung noch etwas Grieß mit rein, Salz und Pfeffer und dann kommt noch der Liebstöckel. Ja, ungefähr 3 Esslöffel sollten das sein. Dann der fein geschnittene Liebstöckel. Hier schneide ich unten die groben Stiele ab und schneide den Rest wieder relativ fein. Versuchen Sie es nicht zu hacken, sondern wirklich zu schneiden, um möglichst viel von den ätherischen Ölen im Kraut drinnen zu lassen und nicht auf Ihrem Brettchen zu fabrizieren. Sie denken dran, es muss jetzt sowieso noch in die Pfanne, wenn das ein bisschen grob ist, umso besser, umso mehr Geschmack haben Sie dann hinterher drinnen. So, noch Salz und Pfeffer drauf. Jetzt mit der Küchenmaschine, mit dem Rührbesen und wird zu einem Teig verarbeitet. So, jetzt ist unser Teig schon fertig. Bis die Pfanne heiß ist,
möchte ich Ihnen das Gleiche hier nochmal zeigen. Und zwar in der Easy-Variante für die ganz eiligen oder für diejenigen, die einfach keine Kartoffeln zu Hause haben oder die keine Lust haben, Kartoffeln zu schälen. Man kann nämlich dieses ganze Rezept auch mit einem fertigen Kloster machen. Zeige ich Ihnen gleich und dann können wir einfach in der Pfanne hinterher vergleichen, welches Rezept oder welcher Ihnen besser gefällt. Ich kann dann entscheiden, welcher mir besser schmeckt. Aber wenn Sie beides ausprobieren, dann können Sie das auch. Bis die Pfanne heiß ist, fülle ich mal den einen Teig um. So, jetzt die Variante für die, die weniger Zeit haben oder einfach vielleicht auch nicht die groben Kartoffeln mögen, sondern die feineren Kartoffeln. Nehmen Sie einen Kloßteig, geben Ihnen Ihre Rührschüssel. Und ansonsten haben wir genau das gleiche Prozedere. Ich gebe dazu die halbe klein geschnittene Zwiebel. Ich gebe wieder dazu eine Knoblauchzehe. Ungefähr 3 Esslöffel Grieß. Salz und Pfeffer. Kleingeschnittenen Liebstöckel. Ja, kein Wunder, wenn das Messer nicht schneidet, wenn man mit der Schneide abzieht. So, ich hole noch das Ei und den Sauerrahm aus dem Kühlschrank. Gebe das hier rein dazu. So, Sie sehen, im Topf ist nichts anderes drinnen wie vorhin, nur dass die Kartoffeln jetzt als fertiger Kloßteig schon hier waren. Ja, ich gebe jetzt die in die Küchenmaschine oder ich gebe den Rührbesen rein, lasse auch den Teig fertig machen und dann gehen wir an den Ofen und dann schauen wir mal, wie beide in der Pfanne ausschauen. So, hier ist jetzt der Teig mit dem fertigen Kloßteig und hier ist der Teig mit Ihren selbst geriebenen Kartoffeln. Ich gebe mir einen Löffel rein. Drück's etwas flach und dann ist es wichtig, dass es erstmal von einer Seite anbacken lassen, bevor es dann unten, dass es eine Kruste kriegt. Dann können Sie es nochmal platt drücken und dann drehen Sie es um. Ein Duft. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Wow.